als wir dann, ich weiß nicht, wie das passiert ist, als wir dann irgendwie 17 waren, sind meine Freunde auch irgendwie an die Emos auf dem Alex aufmerksam geworden. Ich weiß nicht, wie die da reingerutscht sind, wirklich nicht. Aber auf jeden Fall war ich dann auch längere Zeit mal so am Alex mit den Emos. Die haben immer vor der Marienkirche gechillt. Da war ja mal so eine Wiese, die ist jetzt, glaube ich, nicht mehr da oder haben sie abgesperrt. Ja. Und die haben zwar auch so Metalcore gehört und ich habe die Emos aber nie so wirklich gemocht. Ich war eigentlich im Prinzip immer nur bei den Emos wegen meinen beiden Freunden. So. Und da waren diese Bands für mich auch wieder so was Einzigartiges, weil selbst in so einer Szene, sage ich mal, dann, wenn du da drinnen bist, bist du trotzdem noch einzigartig. Ja, die haben das auch nicht gehört. Kannst du diese Szene mal beschreiben für jemanden, der das gar nicht kennt? Was sind Emos? Emos, ach so, Emos sind quasi die mit den entweder langen, schwarzen, gefärbten Haaren, die meistens ziemlich depri drauf sind. Der Unterschied zu Gothic ist halt, die erinnern mich halt meistens so an Mickey Mouse. Ja, erinnert mich immer so ein bisschen vielleicht an so Cosplayer, die mit den grünen Haaren, die dann geschminkt sind und sich mal verkleiden. Und ja, viele haben sich natürlich auch geritzt und Drogen genommen. Was bei mir persönlich jetzt aber nicht so, also eigentlich nie so interessant war, Drogen, ja. Ich habe dann bei den Emos ein bisschen mitgetrunken, aber auch nicht viel. Das war immer nur so ein bisschen Weltins V Plus oder Berliner Weiße mal. Aber also bis heute war ich nie betrunken. Ich war nie bekifft und ich habe nie geraucht. Das war bis heute so, ja. Ich fand das schon immer irgendwie scheiße, so, nee, lass mal. Ja. Bist du viel in dieser Metal-Szene unterwegs? Früher ja, früher war ich auch andauernd auf Konzerten. Mittlerweile ist das aber ein bisschen abgeflaut so. Wo ist man da hingegangen in Berlin? Wo ist diese Szene? Also die ersten Konzerte, das allererste Konzert war im Huxleys. Das war aber noch so eine Metalcore-Band und das ist ja sehr populär. Die anderen Konzerte, da war es dann im Columbia Club, also nicht in der Halle, sondern neben der Halle ist so ein kleiner Club, dann noch im, jetzt gibt es noch das Lido. Das Lido finde ich so ein sehr schöner Club. Da kann man ja auch so normal mal feiern gehen und so, ist eigentlich eine coole Ecke. Im Esso bin ich einmal im Jahr bei Napalm Death. Ich bin da einmal jährlich. Ja, ansonsten, ich hatte auch schon so Konzerte, da ist dann so ein abgeranztes Haus und in dem Keller steht da halt die Band und es sind vielleicht dann insgesamt 20 Leute da vor Ort. Und die Hälfte von den 20 Leuten sind schon die Band. Und die haben dann auch keine Bühne und so, sondern ist halt alles so self-made. So, ne? Dann bezahlst du Eintritt irgendwie 2,50 und dann bist du dabei. Und das in welchen privaten Kellern, oder? Nicht privat, sondern so Kneipenkeller, würde ich eher sagen. Kneipenkeller, genau. Wo ist das? Das abgeranzte Haus ist in Potsdam gewesen. Das heißt das abgeranzte Haus? Nein. Nee, das heißt Black Flag hieß das, glaube ich. Aber nicht Fleck, englisch Flagge, sondern Fleck halt auf Deutsch, so der schwarze Fleck, so. Ja, dann gibt es noch in Berlin ein ziemlich bekanntes, das Köpi, Köpenicker. Da sind ja aber auch, glaube ich, so ein paar Obdachlose und so, ne? Ja, sowas halt. Da treibt man sich dann so rum. Die meisten Konzerte dauern aber auch nicht wirklich lange, weil beim Grindcore, das Markante ist quasi, dass die Songs sehr schnell gespielt sind und auch kaum Melodie haben und sehr kurz sind. Das heißt, du hast teilweise so Alben, da spielen die dann 37 Songs, irgendwie 20 Minuten oder so. Ja, was ja eigentlich eine Vorband normalerweise spielt, 20 Minuten, das spielen die halt in der Zeit ganze Alben, ja. Und früher hatte ich auch immer keine Ohrstöpsel dabei, das weiß ich auch noch. Da haben meine Ohren immer tierisch, Tinnitus hatte ich dann, ja. Das hatte ich nach dem ersten Konzert im Huxleys vor allem. Weil ich immer in der ersten Reihe auch stehe, weil es am angenehmsten ist. Weil hinter dir, die machen ja immer alle den Circle Pit oder so, die rasten halt voll aus. Dann wirst du da immer rumgeschubst und so und dann gehe ich immer nach ganz vorne an die Bühne, kannst du dich da so abstützen quasi und die hinten machen da ihr Kram. Ja,